Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von DSTV. Hier ist Ihre Emma Stapel, heute aus dem schönen Erzgebirge und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Was ist von einem Politiker zu halten, der Schulmädchen empfiehlt, einen großen Bogen um das örtliche Asylantenheim zu machen, um die Bewohner nicht unnötig zu provozieren? Genau das hat der Bürgermeister von Bad Schlema, Jens Müller, getan, als sich ein Bürger während der Gemeinderatssitzung darüber beschwerte, dass seine Enkelin vor diesem Asylantenheim belästigt wurde. Ein Film, der die skandalösen Aussagen des Bürgermeisters dokumentiert, sorgt deutschlandweit und mittlerweile auch international für Empörung. Bad Schlema in Sachsen, idyllisch gelegen inmitten des Erzgebirges. Ein Kurort und Heilbad, ein Ort der Ruhe und Erholung, so sollte es jedenfalls sein. Seit einigen Wochen hängt nämlich der Haussegen in der 5000-Seelen-Gemeinde schief. Und das liegt am Umgang von Bürgermeister Jens Müller von den Freien Wählern mit den Sorgen der Bevölkerung. Unmut hervorgerufen hat eine mehr als fragwürdige Empfehlung, die Müller bei einer Gemeinderatssitzung am 29. Januar einem Bürger gab, der sich über die Belästigung seiner 15-jährigen Enkeltochter beschwert hat. Wie wird es belegt, wenn es Sommer ist, wenn die Mädchen etwas leichter bekleidet sind? Ganz einfach, indem wir dort nicht provozieren, dort nicht ins Land fällt. In sein eigenes Land! Wir haben uns in Bad Schlema mit Stefan Hartung getroffen, der zu den schärfsten Kritikern des Rathauschefs zählt. Hartung sitzt für die NPD im Gemeinderat und organisiert in der Region regelmäßig asylkritische Proteste. Er zeigt uns, worum es geht, nämlich den etwa 400 Meter langen Weg von der Oberschule Westerzgebirge zur Turnhalle, der direkt an der Unterkunft für etwa 30 unbegleitete minderjährige Ausländer in der ehemaligen Bauberufsschule vorbeiführt. Ein Weg geht hinter dem Asylheim vorbei zur Halle. Die Schüler nehmen jedoch oft eine Abkürzung, die direkt am Eingangsbereich des Asylheims vorbeiführt. Für den Bad Schlemaer Bürgermeister sind nicht etwa die Anmachen der Migranten, sondern die belästigten Schülerinnen, die diese Abkürzung nehmen, eine Provokation. Stefan Hartung erhebt deutlichen Widerspruch. Zur letzten Gemeinderatssitzung hat unser Bürgermeister Jens Müller Teile unseres Kurorts zur No-Go-Area erklärt. Das ist eine Aussage, die an Arroganz kaum noch zu überbieten ist und eine Schande für jeden Bürgermeister ist, der hinter seinen Bürgern steht. Diese Antwort des Bürgermeisters hat enorme Empörung hervorgerufen. Nicht nur zur Gemeinderatssitzung, sondern auch im Anschluss in der Presse und auch im Dorf war das Thema Gespräch Nummer eins. Denn keiner im Ort kann verstehen, wie ein Bürgermeister seinen Bürgern verbieten kann, die seit Jahren genutzten Wege weiter zu nutzen, nur um die anwesenden Asylbewerber nicht zu provozieren. Es kann doch nicht sein, dass wir uns in unserem Land nach den Spielregeln der Fremden richten müssen. Es müsste wieder gang und gäbe werden, dass wir Herr in unserem eigenen Land sind und wir die Regeln vorgeben, nach denen sich die Fremden zu richten haben. Mit seiner Kritik am Bürgermeister steht der NPD-Gemeinderat nicht alleine da. Eine Bürgerin, die im Ort lebt und arbeitet, hat gegenüber DSTV ihren Eindruck von Müllers Verhalten bei besagter Sitzung geschildert. Wirklich warten lassen, bis sie dann wirklich gesagt haben, so, jetzt gehen wir hier geschlossen. Und das ist ja eigentlich sein Plan. Und das war ja auch der jetzt wieder. Ich lasse die da sitzen, ich lasse die schön schmoren, ich nehme ja erstmal meine Themen. Und es war ja auch schon wieder fast so, ne? Nur diesmal haben sie es halt nicht zugelassen, ne? Was mich auch aufgeregt hat, dass er gesagt hat, so auch wieder so arrogant, ne? Die 100 Leute, die hier sitzen, Schlema hat 5000 Einwohner, so, die kratzen mich doch nicht. Ne? Die 100, die hier sitzen, die angestiftet wurden vom Stefan Hartung, ne, das geht mir doch irgendwo hinten vorbei. Da ist er aber im ganz großen Irrtum, denn ich rede mit ganz vielen Leuten, die alle die gleiche Meinung haben, die natürlich feige sind, die es sich nicht getrauen zu sagen, die lieber sagen, ich halte lieber meinen Mund. Aber weißt du, das war ja auch wieder so eine Arroganz, die er rübergebracht hat. Hä, 100 Leute, was wollt ihr, ne? Ich bin mir doch hier meiner Sache sicher. Ich nehme mir vor, da wirklich hinzugehen, auch in Zukunft, wie du es auch gesagt hast. Hinkommen, den immer wieder auch zeigen, hier sind wir. Wir lassen uns jetzt auch nicht von dir mehr alles gefallen. Jetzt sind wir da und wir bieten dir jetzt auch mal Paroli. Wir sind zum Abschluss unserer Stippvisite in Bad Schlema auch ins Rathaus gegangen, um Müller mit diesen Aussagen zu konfrontieren und eine Stellungnahme von ihm einzuholen. Doch auch wir mussten erleben, dass der Bürgermeister alles andere als kritikfähig ist. Wie der Presse zu entnehmen ist, bleibt Müller bei seinen Aussagen. Nicht nur vor Ort empfindet man dies als Skandal.
Dem Bürgermeister von Bad Schleber dürften Wochen und Monate bevorstehen, die weitaus weniger gemütlich sind, als der Charme der idyllischen Erzgebirgsgemeinde vermuten lässt. Das alltägliche Versagen der politischen Klasse in der Asylkrise muss immer und immer wieder öffentlich gemacht werden. Genau dies sehen wir als unsere Aufgabe an. Wenn Sie uns dabei unterstützen wollen, dann bestellen Sie noch heute ein Abo der Deutschen Stimme oder lassen Sie uns eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung zukommen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Ihre Emma.